Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der viel zitierte Sieben-Punkte-Brief ist Anlass dieser Aktuellen Stunde, vielmehr eigentlich nur ein Punkt, und dort beginnt es eigentlich schon. Diese Aktuelle Stunde ist nichts anderes als viel zu kurz gesprungen. Und damit der Eindruck hier nicht stehen bleibt, dass wir nur mit Verlaub über einen Brief der Bundesregierung reden, möchte ich schon noch mal Ihr Augenmerk darauf lenken, dass wir das Thema Luftreinhaltung, die deutsche Verpflichtung, auch im europäischen Kontext die Stickoxidwerte runterzudrücken, sehr, sehr ernst nehmen und deswegen auch schon in der letzten Zeit Maßnahmen ergriffen haben, die, auch das ist heute viel zu kurz gekommen, bereits Wirkung zeigen. Und ich will gar nicht darauf anspielen, dass wir diese 5,3 Millionen Autos nachrüsten, sondern was noch sehr viel wichtiger ist, wir haben ein 1 Milliarden Euro schweres Sofortprogramm saubere Luft aufgelegt. Und das ist es doch, worum es geht. Was steht da drin? Wir wollen die Elektrifizierung des urbanen Wirtschaftsverkehrs, die Elektrifizierung von, wichtig, Taxis, Mietwagen, Carsharing-Fahrzeugen, natürlich Elektrobusse, die es auch gibt auf dem Markt und die funktionieren. Wir müssen Dieselbusse nachrüsten, weil es im ÖPNV sonst nicht anders funktionieren wird. Und das sind nur einige wenige Maßnahmen, die schon laufen und für die wir bereits Geld in die Hand nehmen. Darauf möchte ich Ihr Augenmerk zunächst legen. Und weil ich oft gehört habe, der Fahrradverkehr würde bei dieser Bundesregierung und hätte auch in der letzten Legislaturperiode nicht stattgefunden, auch das ist natürlich ein Märchen, wie wir alle wissen. Wir stocken das Fahrradförderprogramm auf insgesamt 200 Millionen Euro auf jährlich. Und lieber Herr Klare, ich glaube, wir sind uns einig, da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Da sehen Sie schon. Fahrradverkehr, Elektrifizierung, auch im ÖPNV sind alles Schwerpunkte, die uns dazu führen werden, dass die Luftbelastung in vielen Städten dieser Republik geringer wird. Und wenn wir uns dann die Zahlen des Umweltbundesamtes anschauen, 2016 90 Kommunen, die deutlich über den Grenzwerten liegen. Greifen dieser Maßnahmen, die ich Ihnen gerade gesagt habe. 10 Kommunen sind jetzt bereits aus diesen 90 schon wieder rausgefallen, fallen nicht mehr über die Grenzwerte. 15 Kommunen sind wohl schon auf dem besten Wege, diese 90 Kommunen jetzt auch verlassen zu können. Das zeigt uns, diese Maßnahmen sind eben kein Tropfen auf den heißen Stein, sondern sie sind zielgerichtet, sinnvoll und erreichen genau das, was wir erreichen wollen, nämlich eine bessere Luft in dieser Republik. Und natürlich ist es richtig und wird ja auch von fast niemandem in diesem Haus bestritten, dass Dieselmotoren einen nicht unerheblichen Anteil an den Stickoxidemissionen haben. Selbstverständlich. Dennoch, es gab auch mal Zeiten, da haben wir den Leuten gesagt, kauft bitte den Diesel. Warum? Geringerer Kraftstoffverbrauch, bessere CO2-Bilanz. Das soll jetzt alles plötzlich nicht mehr stimmen. Und jetzt wollen wir den Haltern der 15 Millionen Dieselfahrzeuge in unserem Land mit Fahrverboten, Sonderplaketten oder was sonst noch alles hier in der Gegend rumschwirrt, die alleinige Verantwortung dafür aufbürden, dass die Luft besser wird? Nein, ganz klares Nein von Seiten meiner Fraktion. Das ist nicht der Weg. Das ist auch insbesondere nicht der Weg zu dem, was wir anstreben, nämlich eine nachhaltige Verkehrspolitik und eine nachhaltige Mobilität. Aber nicht auf dem Rücken der Dieselfahrer, denn die können am wenigsten dafür. Und es können auch nicht sehr viel dafür unsere ganzen mittelständischen Handwerker, von denen zwei Drittel der Fuhrparke Dieselfuhrparke sind. Auch denen müssen wir eine angemessene Übergangsfrist mindestens zubilligen, um sich umzustellen. Das sind nämlich die Leistungsträger in unserer Gesellschaft, und die können wir auch nicht aus der Stadt aussperren. Wir wollen im Gegenteil, dass sie in die Städte fahren, weil wir auch wollen, dass die Arbeitsplätze, die diese Mittelständler mit ihren Fuhrparken auf dem Land geschaffen haben, auch weiterhin erhalten bleiben, meine lieben Freunde. Und deswegen ist es richtig, nachhaltige Mobilität. Der ÖPNV wird eine große Rolle spielen bei der Reduzierung der Stickoxide in den stark belasteten Städten. Selbstverständlich. Aber bitte mit Augenmaß, keine Schnellschüsse. Wir werden bei Carsharing noch mehr tun müssen. Die letzte Regierung hat ein Carsharing-Gesetz aufgelegt. Warum? Weil auch das ein Mittel zum Zweck ist. Mittlerweile ein Carsharing-Auto ersetzt 20 private PKWs in unseren deutschen Innenstädten. Auch das ist ein richtiger und wichtiger Weg, den wir beschreiten müssen. Und ein letztes, die Digitalisierung unserer
unserer Verkehrslenkungen. Auch darüber müssen wir nachdenken. Wir können nicht weiterhin vertreten, dass Verkehr in der Stadt nur steht. Wir müssen fließende Verkehre produzieren. Da kann uns die Digitalisierung helfen. Da können wir in Deutschland auch Vorreiter sein bei diesen Technologien. Deswegen natürlich Senkung des Stickoxidausstoßes bei Fahrzeugen. Ein Punkt. Weiterer Punkt. Viel, viel besserer ÖPNV in diesem Land heißt aber nicht automatisch, dass er deswegen kostenlos sein muss, sondern er muss erst mal besser werden. Und das Dritte ist eine vernünftige Verkehrslenkung, die wir mit unseren Erkenntnissen aus unserer Wirtschaft mit Sicherheit gut erreichen können. Und dann ist mir auch um die Luftqualität in diesem Land nicht bange. Vielen herzlichen Dank.